Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile siebten Teil über unsere Weltreise. Wie ihr bereits schon am Titel erkannt habt, ist dies eine XL-Ausgabe, die die komplette Südsee abdeckt, inklusive Weihnachten auf dem Schiff. Da Weihnachten auf dem Schiff etwas Besonderes ist, ist dieser Teil des Videos relativ ausführlich gehalten. Falls euch das Thema nicht interessiert, könnt ihr es mit den Kapitelmarken überspringen. Gut, dann starten wir mal mit der Folge. Nach 2327 Seemeilen bzw. 4310 Kilometern waren wir in Tahiti im Hafen Papeete angekommen. Begrüßt wurden wir mit flüssigem Sonnenschein. Dieser hielt uns jedoch nicht davon ab, aufzubrechen, um die Umgebung etwas zu erkunden. Nachdem uns der Weg zuerst etwas durch das Stadtgebiet geführt hatte, erreichten wir den Park Bougainville. Der Park ist nach Louis-Antoine de Bougainville benannt. Der französische Seefahrer betrat im Jahr 1768 tahitianischen Boden. Er war der Überzeugung, er sei der Entdecker Tahitis. Allerdings hatte der englische Seefahrer Samuel Wallace die Insel bereits ein Jahr zuvor entdeckt. Unser Weg führte dann entlang der Uferpromenade, an der auch das Denkmal der seit 1984 geltenden Unabhängigkeit Französisch-Polynesiens zu finden ist. Diese wird hier in der Hauptstadt Papeete jedes Jahr am 29. Juli mit Straßenumzügen groß gefeiert. In Papeete lagen wir über Nacht, hatten also zwei Hafentage. Daher hatten wir am nächsten Morgen eine Inselrundfahrt mit einem lokalen Anbieter geplant. Doch bevor es soweit war, schauten wir uns Papeete bei Nacht an und schlenderten durch die teils schön geschmückt und beleuchteten Straßen. Nächster Tag, besseres Wetter. Zumindest vorerst. Heute stand unsere Inselrundfahrt an, bei der wir 6 Stops geplant hatten. Welche das sind, erklärt euch jetzt unser Guide. So we'll be able to go all the way around the island. So our first stop is an archaeological site, a Polynesian temple. Our second stop is a cave, a grotto. The third, botanical garden, the highest waterfall, the blowhole. And our last stop is the Black Sand Beach. Sounds good? Yes. Sounds good. Let's go. Very good. It's called marae. What is a marae for the Polynesian? As it's written here, it's a social and religious place. Wir waren also an einer sogenannten Marae angekommen, unser erster Stopp. Dies ist eine Kultstätte für Polynesier und dient bis heute als Veranstaltungsort für alte Riten des Pazifiks. Der nächste Halt waren die Grotten von Mara'a.
Diese bestehen aus drei Höhlen, in denen man sich im frischen Wasser an heißen Tagen abkühlen kann. Eine Besonderheit ist ein Fluss, der hier als Wasserfall endet. So kann es schon mal vorkommen, dass es von oben Schrimps regnet. Die Wassergärten von Waipari waren unser nächstes Ziel. In diesen schön angelegten Gärten lassen sich wunderschöne Pflanzen bestaunen, darunter auch die Ingwer-Shambu-Pflanze. Drückt man diese, kann man die abgegebene Flüssigkeit zur Haarpflege verwenden. Nach einer etwas längeren Fahrt erreichten wir den höchsten Wasserfall Tahitis. Der Waimahuta ist mit 80 Metern Fallhöhe einer von drei Wasserfällen im Faharumai-Tal. Die anderen zwei Wasserfälle waren wegen Steinschlaggefahr leider nicht zugänglich. Traut man den Berichten, sind diese aber schon über mehrere Jahre nicht mehr erreichbar. Es scheint also keine kurzfristige Sperrung gewesen zu sein. Relativ nahe bei den Wasserfällen befindet sich das Arahoho Blowhole. Durch Hohlräume in den Felsen wird durch die Brandung Wasser gedrückt. Dieses verdrängt die Luft im Felsen, die dann durch das Loch entweicht. Zum Abschluss der Tour und bevor es zum Auslaufen zurück aufs Schiff ging, besuchten wir noch den schwarzen Sandstrand von Point Venus. Dort konnten wir uns auch den schönsten der vier noch in Betrieb befindlichen Leuchttürme von Tahiti ansehen. Bevor es jetzt im Hafen und auf dem Schiff leinenlos hieß, boten im Theatrium lokale Künstler ihre Tanzkünste dar. Thank you.
Weiter geht unsere Reise in das mit 21 Seemeilen bzw. 39 Kilometer weit entfernte Moorea. In Moorea angekommen, mussten wir uns im Hafen zuerst eine Rundfahrt organisieren, da wir nichts im Voraus geplant hatten. Unsere Wahl fiel auf eine ca. zweistündige Tour mit Mama. Mama führte uns zuerst zu einem alten Tempel, in dem früher Opfer dargebracht wurden. Heutzutage opfert man dort teilweise noch Früchte oder Blumen, um die Götter gnädig zu stimmen. Danach ging es zum Aussichtspunkt Belvedere, von dem aus man einen wunderschönen Blick auf das fruchtbare Oponohu-Tal und daran angrenzende Buchten hat. Nach der Besichtigung einer Ananasplantage, was gleichzeitig das Ende der Tour war, ließen wir uns von Mama an einem Strand absetzen. Dort legten wir uns noch entspannt in die Sonne und nutzten das Meer, um etwas zu schnorcheln und zu schwimmen. Laura Cam. Dieser Tag verflog wie alle anderen viel zu schnell. Und so mussten wir uns nach etwas Entspannung wieder auf den Weg zurück zum Schiff machen, um die nächste Etappe der Reise anzutreten. Weiter ging es in Richtung Rarotonga, eine der 15 Cookinseln. Bis wir dort ankamen, musste uns das Schiff 605 Seemeilen bzw. 1120 Kilometer transportieren. In Rarotonga angekommen, erwartete uns schon raue See beim Tendern und das Wetter war auch nicht so toll. Als Ausflug war eine Wanderung durch den Dschungel geplant. Wie man jedoch sieht, war uns das Wetter nicht wohlgesonnen und es regnete stark. Daher mussten unsere beiden Guides den Weg der Wanderung leider anpassen und wir hatten die erste Station im Garten der Schwiegereltern.
Dort wurden die verschiedenen Reifegrade der Kokosnuss erklärt, wie man sie öffnet und eine Verkostung durfte dann natürlich auch nicht fehlen. Das hier ist natürlich noch keine Kokosnuss, sondern eine Stachelanone. Die Kokosnüsse kommen jetzt. Tänze in Richtung des Regengottes zeigten leider keine Wirkung und so liefen wir im strömenden Regen weiter in Richtung einer kleinen Obstplantage, wo weitere Verkostungen anstanden. Nach der Verkostung einer Sternfrucht, Maracuja und Papaya bekam zumindest ich das erste Mal eine Muskatnuss zu sehen. Wirkt schon sehr künstlerisch. Kurz vor Ende des Ausflugs und der Rückkehr an Bord durchwanderten wir den sehr fruchtbaren Bereich nahe der Küste. Dieser Teil darf von allen Anwohnern zum Anbau genutzt werden und gehört somit der Gemeinschaft. Nächstes Ziel: Nuku'alofa im Königreich Tonga. Aber bevor wir dort nach 881 Seemeilen bzw. 1632 Kilometer ankamen, hatten wir noch die Datumsgrenze zu bewältigen. Hieß für uns, auf den 18.12. folgte nicht der 19.12., sondern direkt der 20.12. Angekommen in Nuku'alofa machten wir uns zu Fuß auf, um die Umgebung zu erkunden. Vorbei am Präsidentenpalast erreichten wir zuerst die Uferpromenade. Nach ein paar schönen Fotos liefen wir dann tiefer in die Stadt hinein. Unterbewusst hatten wir eine 3-Kirchen-Tour gestartet. Erste Kirche war die Centenary Church.
Diese liegt im Zentrum von Nuku'alofa und wird unter anderem für die Krönung des Monarchen genutzt. Für ihn hat die Kirche auch einen eigenen Bereich im vorderen Teil, wie uns spontan vom anwesenden Pastor berichtet wurde. Weiter führte uns die Tour vorbei am College und der High School von Tonga, bis wir die Basilika von St. Anthony erreicht hatten. Ab 1977 wurde diese von Freiwilligen als beeindruckender Rundbau mit einer Showtreppe als Eingang gebaut und 1980 fertiggestellt. 1994 wurde diese von Papst Johannes Paul II. Zur Basilika Minor, was kleinere Basilika bedeutet, ernannt. Bevor wir die letzte Kirche erreicht hatten, querten wir die Railway Road. Dies ist die einzige Einbahnstraße Tongas. Nicht wirklich spektakulär, aber man hat sie dann halt mal gesehen. Die Centennial Church, die zu der Free Church of Tonga gehört, konnten wir leider nicht besichtigen, da sie 2018 vom Zyklon Gita stark beschädigt und bisher noch nicht wiederhergestellt wurde. Als letzter Punkt des Tages stand der Besuch des Talamahu Markets auf dem Programm. Dort werden auf 2 Stockwerken sowohl Lebensmittel wie auch Kleidung und andere Waren angeboten. Durch einen kleinen Park am Ufer ging es für uns dann zurück aufs Schiff. Denn wie immer wartete bereits das nächste Ziel auf uns. Seemeilen bzw. 789 Kilometer mussten wir fahren, bis wir Fidschi erreicht hatten. In Fidschi liefen wir 2 Häfen an. Der erste war Suva und für den Weihnachtsabend wurde Lautoka angelaufen. Auf dem Weg nach Fidschi kamen wir an einigen Atollen vorbei, hier eins im Sonnenuntergang. Bula! Willkommen auf den Fidschis! Wir machten uns mit einem lokalen Anbieter auf den Weg ins Kolo Isuva Naturreservat. Uns erwartete dort eine ungefähr 2-stündige Wanderung durch den Park, mit der anschließenden Möglichkeit, in den Naturpools zu planschen. Der Park wurde 1952 etabliert und erstreckt sich über knapp 5 Quadratkilometer. Neben den Naturpools bietet er auch Wanderwege über knapp 4,5 Kilometer an. Wobei die meisten Besucher natürlich den Park gerade wegen den Naturpools besuchen. Auch unser Ziel waren natürlich die Naturpools.
beziehungsweise der vom Flussverlauf gesehen unterste Pool. Bevor wir dort selbst hineingesprungen sind, beobachteten wir ein paar Jugendliche, die aus großer Höhe von einem Baum in den Pool sprangen. Nach der kurzen Abkühlung wanderten wir zurück zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Mit dem kleinen Bus ging es dann zurück zum Hafen, wo wir zuvor auch abgeholt wurden. Dort angekommen war unser nächstes Ziel der Botanische Garten, in dem auch in manchen Bäumen Flughunde zu bestaunen sind. Im Botanischen Garten angekommen, machten wir uns dann auch direkt auf die Suche nach den Flughunden. Nach ein paar Minuten hatten wir sie dann auch entdeckt. Hoch oben im Baum hingen sie, Wo sie sich aufgrund der Hitze mit fächernden Flügelschlägen kühlten. Die Flughunde sind neben der Fledermaus übrigens das einzige fliegende Säugetier. Auch dieser Tag neigte sich nun seinem Ende zu. Nachdem wir auf das Schiff zurückgegangen waren, legten wir in Richtung Lautoka ab. Dieser Hafen befand sich auf der anderen Seite der Insel und wir fuhren 121 Seemeilen bzw. 224 Kilometer bis dorthin und legten am Morgen des 24. Dezember an. Bevor am Abend die festliche Weihnachtsgala im Theatrium anstand, fuhren wir mit einem örtlichen Anbieter auf die kleine Insel Beachcomber Island. Außer einer kleinen Inselumrundung, etwas Sonnen und Schnorcheln stand nichts weiter auf dem Programm. Und nun war es soweit. Es war Heiligabend und die große Weihnachtsgala fand im Theatrium statt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, und willkommen. Willkommen hier im Theatrium. Willkommen zu unserer ganz besonderen Gala heute am Heiligen Abend, die auch ganz im Sinne der Weihnachtsbotschaft stehen soll.
Liebe Gäste, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Weihnachtsgala auf Ihrer Weltreise. Ich freue mich sehr, heute Abend in zahlreiche bekannte Gesichter blicken zu können, denn wir sind nunmehr 9 Wochen schon gemeinsam unterwegs. Und deshalb, liebe Gäste, sage ich heute Abend nicht liebe Gäste zu Ihnen, sondern liebe Familie. Ich wünsche Ihnen allen und uns allen einen wunderbaren heiligen Abend und besinnliche Stunden hier an Bord. Tauchen Sie nun mit ein auf die Reise, auf die Suche nach dem wirklich ursprünglichen Sinn von Weihnachten. Hier ist sie, die Weihnachtsgala Ihrer Weltreise. Gekommen. Und was ist das nicht für ein besonderes Weihnachtsfest, das wir alle in diesem Jahr zusammen erleben und feiern dürfen. Weihnachten auf See und Weihnachten auf einem Seeschiff, das ist etwas ganz Besonderes. Die Geschichte sagt, dass es ein Schiff im Sturm war, führungslos durch diesen Sturm unterwegs, und die Matrosen und die Mannschaft, sie beteten für ihre Rettung
Und als kaum noch Hoffnung bestand auf Rettung, da erschien ihnen ein Mann, der sich ans Ruder stellte und dieses Schiff sicher durch den Sturm in den nächsten Hafen steuerte. Dieser Mann war Nikolaus. Wenn wir gemeinsam zurückblicken auf dieses Jahr, dann ist es ein Jahr der Spannungen. Ohne hier jene Ereignisse nennen zu wollen, welche für Leid gesorgt haben und es auch nach wie vor tun, denke ich, sind wir alle einer Meinung, dass all unsere Anstrengung dahin gehen muss, dieses Leid zu mildern und Konflikte zu lösen und dieses Leid zu mindern und zu beenden. Natürlich aber war es nicht nur ein Jahr der Konflikte. Ganz im Gegenteil. Es gab etliche Momente der Freude, Ereignisse und Dinge, an die man sich gerne und mit einem Lächeln erinnert. Die Briten krönten ihren König Charles III. Die deutschen Basketballer wurden entgegen aller Prognosen das erste Mal Weltmeister. Und Thomas Gottschalk hat doch nochmal Wetten, dass moderiert. Für unsere AIDA-Gäste bedeutet rückblickend auf das Jahr 2023, dass wir mit unseren Kussmundschiffen ferne Destinationen anlaufen und tolle Reisemomente geboten haben und dies auch weiterhin tun. Wir feiern heute an Bord dieses Schiffes ein besonderes Weihnachten mit Menschen aus insgesamt 28 Nationen. Als Kapitän bin ich natürlich verantwortlich für alle Personen hier an Bord und ich denke, daher stoße ich auf Ihr Verständnis, dass ich mich an dieser Stelle mit ein paar Worten an meine Besatzung wende und dies auf Englisch tue. Dear Crew, Christmas is just around the corner and we are celebrating the holy night together. For you as the crew working on this ship, these days remain a busy time. You put all your efforts in preparation for the upcoming days, the special menus created by our galley team, the entertainment program for our guests and crew that matches the holiday season and the decoration of the ship are only some examples for your hard work. However, sometimes it's not only the flickering of the decoration lights that can be observed tonight and during the Christmas holidays. Sometimes it is also the flickering of tiny little tears in your eyes, because these days are the time of the year when family members and loved ones at home are certainly missed the most. Some of us might smile tonight, while some of us might cry. The good thing and the special thing about Christmas on board a ship is that you are a part of this crew and therefore never feel alone. And isn't that the best feeling for the Christmas time? A ship is nothing without its captain. I can tell you from the bottom of my heart, a captain is nothing without his crew. I would like to thank you for your everlasting efforts, your support and your hard work during the last year. You put countless smiles on our face, on the faces of our dear passengers, and it was only your achievement that so many unforgettable moments were created. I wish you now the very most joyful, happy, Merry Christmas. Liebe Gäste, weit von zu Hause am anderen Ende der Welt sagte ich bereits, dass Freude ebenso wie Heimweh zu den ganz normalen Gefühlen zur Weihnachtszeit gehören. Sie und wir sind auf einer Reise um die Welt unterwegs. Wir haben uns entschieden, fremde Länder zu entdecken und zu erkunden, hinauszufahren, um uns ein eigenes Bild von Menschen zu machen, die an Orten leben, die so weit weg sind von der Heimat, dass die allermeisten Menschen daheim diese Orte niemals persönlich zu Gesicht bekommen werden. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen im Namen der gesamten Besatzung frohe Weihnachten. Sempre os meus.
Was wünscht man sich am ersten Weihnachtsfeiertag? Richtig, Ruhe, Entspannung, kein Stress. Was wäre da nicht besser, als nach Mystery Island zu fahren? Von Lautoka, 476 Seemeilen, also 828 Kilometer entfernt, liegt die dem Inselstaat Vanuatu zugehörige kleine Insel. Bevor wir es uns am Strand gemütlich machen wollten, machten wir uns auf, die Insel einmal zu umrunden. Dabei sind wir auch am Flughafen vorbeigekommen. Die Landebahn geht einmal komplett über die ganze Breite der Insel. Beim Rundgang kann man diese Palmenart kaum übersehen. Sie bewegt sich im Laufe der Zeit mit immer neu von oben herab wachsenden Wurzeln vorwärts. Daher wird sie umgangssprachlich auch Wanderpalme genannt. Nach so viel Entspannung hatten wir für die nächste Insel wieder eine Wanderung geplant. Diese sollte auf der Insel Lifu in Neukaledonien stattfinden. 169 Seemeilen bzw. 313 Kilometer mussten wir dafür hinter uns bringen. Gleichzeitig wird Lifu die für uns vorletzte Destination in der Südsee sein, bevor wir in Richtung Australien aufbrechen. Die Wanderung führte uns in den ältesten Wald der Insel. Die Insel selbst ist im Grunde genommen keine Insel, sondern das größte über dem Meeresspiegel liegende Korallenatoll der Welt. Vorbei an einer ursprünglichen Behausung der Einwohner wanderten wir in den Urwald hinein. Am Wegesrand erblickten wir eine Vanillepflanze. Die Vanille ist ein wichtiges Exportgut dieser Region. Fun Fact: Als die Idee umgesetzt wurde, die Vanillepflanze dort anzusiedeln, war keinem bewusst, dass es gar keine Bienen gibt, die die Pflanzen bestäuben könnten. Die Bienen gibt es bisher immer noch nicht, da deren Ansiedlung nicht geglückt ist. Und somit muss jede Pflanze händisch bestäubt werden.
Bevor 1842 die ersten Missionare kamen und somit das Christentum Einzug hielt und unter anderem auch der Kannibalismus verboten wurde, fand eine Beisetzung der Verstorbenen in einfachen Erdlöchern statt. Zurück im Hafengebiet fanden wir neben der katholischen Kirche einen Hinweis auf eine Höhle mit Pool. Bevor wir den Aufstieg zum Eingang hinter uns brachten, nahmen wir noch eine kurze Stärkung zu uns. Nachdem es zuerst hoch zum Eingang ging, ging es dann hinab bis zur Höhle. Dort angekommen, konnte man sich im kühlen Wasser für den dann wieder notwendigen Aufstieg etwas erfrischen. Zum Abschluss des Tages gingen wir noch zu einem kleinen Aussichtspunkt und machten uns dann wieder auf den Weg zurück zum Schiff. Seemeilen, was 263 Kilometern entspricht, waren es jetzt bis zu unserem letzten Ziel in der Südsee, Numea, die Hauptstadt Neukaledoniens. In Numea unternahmen wir einen Ausflug mit einer Panoramafahrt entlang der Highlights und mit einem anschließenden Badestopp in einer mit Haischutz versehenen Bucht. Die Highlights waren schnell gesehen. Dieser Aussichtspunkt mit Kanonen, die im Zweiten Weltkrieg die Australier gegen die Japaner schützen sollten, aber nie zum Einsatz kamen, waren eigentlich schon das einzige Highlight. Nach Ende des Badestopps in der Zitronenbucht, das Saint-Tropez des Pazifiks, ging es für uns dann zurück an den Hafen. Dort angekommen, besichtigen wir dann den noch festlich geschmückten Place de Cocotier. Und somit habt ihr es geschafft. Wir sind am Ende der XL-Ausgabe angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir in Australien ankommen. Bis dahin, ahoi, euer Gruß, Micha.